Hi Leute, hier ist Heike Habchristian. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht zu meinen Erfahrungen mit der KonMari-Methode. Das ist diese Aufräummethode, die von der Japanerin Marie Kondo entwickelt wurde und auf Deutsch Magic Cleaning heißt, auf Englisch dann The KonMari Method. Und ich dachte, ich mache mal ein Video-Tutorial dazu, so ein bisschen, um das visuell zu untermalen. Die Bücher gibt es ja, aber es sind halt Bücher und manche Leute brauchen einfach visuellen Input und daher dieses Video. Bevor ihr anfangt, würde ich euch raten, das wirklich zu Herzen zu nehmen, was Kondo sagt, nämlich es ist eine einmalige, groß angelegte Aktion, die ihr danach optimalerweise nie mehr wieder machen müsst und deshalb braucht ihr Zeit. Macht es am Wochenende, wenn ihr könnt, nehmt euch einen Tag frei für sowas oder so, weil je nachdem, wie viel Zeug ihr habt, kann das schon wirklich, wirklich, wirklich dauern, wenn man es wirklich so macht, wie sie es sagt. Und da fängt es schon bei den Vorbereitungen bei so Kleinigkeiten an, wie wenn, weil ihr ja auch eure Kleidung durchgehen werdet. Wäre es sinnvoll, die vorher zu waschen, weil ihr könnt ja irgendwie schwierig über Kleidung bestimmen, die gerade in der Wäsche ist. Genauso wie ihr das Beste anziehen solltet, was ihr habt. Das Beste, irgendwie das, was, oder zumindest irgendwas, was euch wirklich, wirklich gefällt, weil, ne, es ist irgendwie blöd, wenn ihr dann denkt, so, das würde ich jetzt aber auch gerne aussortieren, dann müsst ihr euch umziehen während des Prozesses. Es ist scheiße. Habt Essen, habt Trinken, macht euch vielleicht so ganz sachte Musik an, aber Kondo empfiehlt halt, ne, in eurem eigenen Rhythmus zu arbeiten, also sich nicht quasi vom Rhythmus der Musik leiten zu lassen, aber macht's halt, passt es so an, wie ihr wollt. Kondo empfiehlt eben, das ganze Aufräumen nicht nach Zimmer zu machen, sondern nach Kategorie, weil manche Leute haben halt hier ein bisschen Kleidung, da ein bisschen Kleidung, hier ein bisschen Bücher, da ein bisschen Bücher und ne, es endet irgendwie in so einem riesigen Zirkel, wenn man immer nur alles pro Zimmer macht und deshalb hat sie eben eine festgelegte Reihenfolge von quasi relativ einfach zu relativ schwierig. Also es fängt an mit Kleidung und Büchern, dann über Papierzeug, Miscellaneous, also quasi einfach so anderes Zeug bis hin zu Erinnerungsstücken. Die Vorgehensweise ist eigentlich für jede Kategorie absolut gleich, weshalb ich das jetzt eigentlich nur anhand von Kleidung und anhand von Büchern wirklich detailliert zeigen werde. Es beginnt damit, dass ihr einfach alles zusammenräumt, was ihr habt. Also alle Kleidung, die ihr habt, schmeißt die in irgendeine große Tüte oder so, schmeißt das dann auf den Boden, den ihr natürlich vorher optimalerweise freigeräumt habt. Und dann habt ihr einen großen Haufen und dann habt ihr erstmal visuell eine Vorstellung davon, wie viel ihr habt. Ihr setzt euch dann hin und nehmt jedes einzelne Teil in die Hand und ja, fragt euch, ob das euch Freude im Leben bereitet. Ob das, wie Marie Kondo sagt, Joy sparkt. Sowas wie irgendein ekliges altes T-Shirt mit ganz vielen Flecken drauf, das euch nicht mehr passt, sparkt wahrscheinlich nicht so Joy wie irgendein tolles neues Ding von Armani. Könnte aber auch umgekehrt sein. Das ist für jeden total unterschiedlich. Darum geht es eben bei der Methode. Es geht darum, ne, was bereitet euch Freude im Leben? Das behaltet ihr. Es basiert eben nicht auf dem Gedanken, was schmeiße ich raus, sondern was behalte ich. Ihr geht also da durch und habt dann irgendwann zwei große Stapel. Ihr habt einen Stapel Nein, ihr habt einen Stapel Ja. Und bei dem Ja-Stapel geht ihr dann so vor, dass ihr diese spezielle Falltechnik von Kondo benutzt, die das sehr übersichtlich im Schrank macht. Und dazu gibt es Videos, die verlinke ich euch einfach hier. Aber hier könnt ihr jetzt mal sehen, wie ich das zum Beispiel bei Socken, Unterhosen oder T-Shirts mache. Es ist eigentlich immer die gleiche Idee. Ihr versucht es in ein Rechteck zu falten, das dann in so eine Rolle, nicht wirklich, aber in so dreimal zu falten, dass das optimalerweise aufrecht steht. Und wenn ihr irgendwelche Boxen habt, wäre das ganz toll, das dann in Boxen zu tun oder optimalerweise in Schubladen. Die Methode funktioniert auch wirklich am besten, wenn man irgendwie so eine Kommode mit Schubladen hat. Funktioniert jetzt mit so, Schränken, mit Regalböden so ein bisschen weniger gut. Aber auch, es ist alles machbar. Am Ende habt ihr dann ein relativ aufgeräumtes Ergebnis. Ihr habt nur noch die Sachen im Schrank, die euch wirklich Freude bereiten. Und den Rest, bitte schmeißt ihr nicht einfach weg, sondern überlegt euch, was ihr damit macht. T-Shirts kann man zu Putzlappen machen. Man kann es irgendwie an die Diakonie geben, wenn die Sachen okay sind. Und im allerschlimmsten Fall dann, in den Kleidercontainer. Ihr könnt aber auch verkaufen. Kleiderkreisel zum Beispiel, eBay-Kleidanzeigen. Das ist alles möglich. Bei den Büchern genau dieselbe Vorgehensweise. Ihr stapelt alle eure Bücher auf den Boden, nehmt jedes einzelne Buch in die Hand und fragt euch, sparkt das jetzt Joy für mich? Und das sollte auch laut Kondo immer die einzige Frage sein. Sie sagt halt nicht sowas wie, ich habe das jetzt mal noch nicht gelesen und möglicherweise, wenn der Strom ausfällt, in 15 Jahren lese ich es dann doch irgendwann, dann sagt sie, das macht keinen Sinn, ihr werdet es eh wahrscheinlich nie lesen und deshalb sagt sie einfach, zack, weg damit. Dann habt ihr wieder zwei Stapel, ihr habt den Stapel Bücher weg, ihr habt den Stapel Bücher behalten. Die könnt ihr dann schön in euer Bücherregal einsortieren, den Bücher wegstapeln. Damit könnt ihr euch auch entscheiden, was ihr machen wollt. Ihr könnt sie verkaufen bei Momox, ihr könnt sie bei eBay verkaufen. Ihr könnt sie aber auch einfach in den Bücherschrank in eure Stadt stellen, wenn ihr einen habt. Papier ist alles, was
Papier hat, aber kein Buch ist. Also zum Beispiel so Sachen wie alte Kreditkartenabrechnung, alte Verträge, aber auch Grußkarten oder sowas. Und da sagt sie, ihr solltet versuchen, alles, was ihr wirklich nicht braucht, zu vernichten, weil Papier einfach dazu tendiert, sich zu überakkumulieren. Fängt ja bei irgendwelchen Kassenzetteln an, die man irgendwie zu Hause hat, aber nicht mehr wirklich braucht. Geht durch jedes einzelne Ding durch, überlegt euch, braucht ihr das wirklich? Denkt dran, Dokumente für die Steuer sind wichtig und sowas, ne? Vielleicht so Mietverträge sollte man auch nicht unbedingt wegschmeißen. Also geht da wirklich mit gesundem Menschenverstand dran. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr was behalten müsst oder wie lange man irgendwelche Sachen behalten muss, dann ja, guckt im Internet nach. Ich würde zum Beispiel empfehlen, niemals Kontoauszüge wegzuschmeißen, denn die dann wieder zurückzubekommen bei der Bank ist relativ schwierig und teuer. Dann optimalerweise habt ihr am Ende einen Ordner oder einfach ein paar Ordner, in denen dann alles Wichtige drin ist, was ihr auch, ne, stellt euch vor, euer Haus fängt an zu brennen, ihr könnt einfach alles so on the go einfach mal rausnehmen und habt alles Wichtige bei euch und nicht so, hier ist ein bisschen Kontoauszug, da ist ein bisschen Mietvertrag. Nein, ihr wollt es an einem Ort versammeln. Und denkt natürlich dran, wenn da sensible Informationen drauf sind, das zu schreddern oder irgendwie anders unkenntlich zu machen, bevor ihr das Papier vernichtet, ne? Ansonsten ist vielleicht scheiße. Und die letzten zwei Kategorien funktionieren genau unter dem Prinzip. So quasi dieses Zeug, was ihr einfach habt, also Küchengeräte, einfach alles Mögliche, irgendwelche Sportsachen oder sowas. Genau das gleiche Prinzip. Freude, braucht ihr es noch? Ist es in gutem Zustand? Ja, nein, ordentlich aufbewahren. Und ja, ihr könnt auch das Buch von Marie Kondo lesen, Spark Joy. Also ich glaube, das heißt auf Deutsch irgendwie anders, weil die Titel alle komisch übersetzt worden sind. Ich verlinke es euch, wie gesagt, unten und da ist das nochmal in viel größerem Detail präsentiert. Und wenn ihr es dann einmal habt, dann habt ihr ein Zuhause, was sehr aufgeräumt ist, das nur noch Sachen enthält, die euch wirklich Freude bereiten. Und dann habt ihr auch Freude, nach Hause zu kommen und denkt euch nicht jedes Mal so, was ist das für ein Scheiß? Ich hoffe, euch hat diese Anleitung irgendwie geholfen. Wenn das der Fall war, dann würde ich mich über einen Like sehr freuen und abonniert mich. Ich habe auch noch weitere Videos zu Marie Kondo und zu Minimalismus und Aufräumen generell. Da guckt einfach mal in die Playlist, die ich hier verlinke. Und vielleicht sehen wir uns aber beim nächsten Mal. Ich grüße euch und bis dann.